Hallo, liebe Internetfreunde. Wir sind am Verteidigen unseres Hauses durch eine Schreierhorde, die immer noch da ist. Ich glaub es ja nicht. Wir haben einen Spider im Haus. Ums Leben kämpfen. Nein, überleben. Grüß euch. Grüß, Mann. Ja, Mann. Und Leute stehen. Ja, Judentag, bisschen laut hier. Okay, ist down. Ich gehe jetzt mal raus und guck. Achtung, hinter dir. Kurz mal. Ich geh auch mal raus. Der große Vorteil ist jetzt einfach, dass ich. Ja. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Ja. Yeah. Raus aus unserem Beet, du Eimer. Nicht auf mich schießen, ne? Kein Kreuzfeuer machen. Ja, ich habe auf ihn geschossen, damit er sich auf mich fixiert und nicht auf dich zuläuft. Nee, den habe ich, such den anderen, den habe ich im Griff. Wo denn? Der braucht nur einfach unglaublich viel. Ah, irgendwann stirbst du. Hier okay. Kommst du uns beide auf, ne? Geh auf dem Menü! Sag jetzt nicht, ich hätte es nicht gesagt. Ich bin nicht mehr am Haus. Ich versuche hier sozusagen. Okay. Ja, dann. Deswegen. So, ich versuche jetzt den Kram im Haus mal zu clearen. Ich habe nur noch ein Bombenschiff. Ja, ich habe jetzt hier noch ein paar Pfeile, die kann ich abgeben. Die ja, der Spider ist jetzt auf mich scharf. Gerade am Craften hier. Schade. Oh, da kommt noch eine Schreier-Tussi da hinten. Ah, verdammt. Ich habe hier drei Leute, ich kann nicht hoch, ich kann nicht weg. Also, ist... Ja, wir arbeiten doch schon an der Lösung. Wo ist die Schreierin? Die muss ist als erstes mitten auf der Straße. Ah, die trefft die doch hundertprozentig. Wo ist die? Ich sehe sie nicht. Hab sie gerade. Okay, also stinknormale Holzknüppel. Ich muss es richten. Okay, hier ist auch keine drin. So, kommt mit, Jungs. Ja, sonst, na, nee, die Straße ist gerade frei, sonst kommt zu mir. Denn, dann... Was hat mir denn jetzt den Knochen gebrochen? Alles klar, der ist. Oh, also bei mir gibt's Pfeile, ich habe 120 Stück gerade gecraftet. Okay. Oh. Ein Kopf weniger. Ich hab ein gebrochenes Bein! Ihr Schweine! Jetzt noch ein Spider auf der Straße. Also. Scheiß Kriecher, echt. Und das Schlimmste ist, was? Wer bist du denn? Hey! Das gibt's doch nicht! Oh, jetzt gehen die Schüsse auch schon durch den Kopf. Ah, weißt du, nicht nur die Pfeile glitschen durch. Aua! Scheiße. Das habe ich ja echt am liebsten. Tja. Da welche. Zumindest keine Schreier.
kannst das glauben. Na! Och, jetzt nimmt er meinen Rucksack nicht an, also alle, weil... Okay. Na, also. Wo kommt die denn her? Vorbeigeschlagen. It. Und mal wahrscheinlich mein Krempel auch weg. Da unten habe ich einen Rucksack gesehen, da muss nichts weg sein. Kennt man eigentlich nicht. Da war nichts drin. Ich hatte ja nichts. Mhm. Aber ich hatte hier Federn gesammelt und Holz gesammelt und Stein gesammelt. Und den kriege ich nicht mehr angezeigt. Der noch da ist. Das ist ein schönes neues Feature. Was denn? Nichts mehr anzeigen? Nee, dass du dann das gesammelte Zeug das wegschmeißt. Vor allen Dingen so schnell. Das finde ich echt eine gelungene Neuerung. Hier sehe ich noch einen neuen Rucksack. Ja, Gussmanns wahrscheinlich. Nimm einfach mit. Ja, ist eh nichts drin. Doch, ein bisschen trinken und ein Bauernschiff und Schinken und Eier. Ach ja. Ja. Beste. Da hätten wir jetzt was zu essen. Oh, die Leiter hat's gerippt. Wieder mal. So, diesmal baue ich den Boden aus, damit sie hier nicht spawnen können. Das ist nämlich hier unser Gebiet. Tja, sieht das aus. Von draußen nicht spaßig. Alter, haben die hier gewütet. Ja. Wir brauchen Spikes zur Verteidigung, wir brauchen Holz. Willst du, mach's gut? Ja, gib's mir. Lange nicht gestorben. Mann, das ist aber Ressourcenknappheit hier. Ja. Heftig. Heftig. Diesmal eine Herausforderung. Ja, war in Ordnung. Mhm. 30. Holz. Ach, da steht da hinten. Ist auf. Geh ich gar nicht erst hin. Ich spawn aber auch alle naslange Zombies. Schwierig. Ei, komm schon. Der Vorteil ist, der graue Boden macht dann nicht mehr so, also wenn er aufgewertet ist, ist es auch nicht mehr so dunkel hier in dem Scheißladen. Danke, Schnitzel. Kein Holz mehr, okay.
ja, gib's mir! Okay, wir haben hier einen großen Bunker. Das ist ja echt geil. Was denn jetzt gefunden? Denn? Ja, der ist gar nicht mal so weit weg von unserem Haus. Ja, ich weiß. Ich hatte ihn ja deswegen ja auch. Okay. Ach gut, den hatte ich noch nicht geteilt, stimmt. Ja. Kannst du davon wissen, natürlich. Nee, ich mach das jetzt mal. Habe ich jetzt mal geteilt. Also ich bin mir nicht sicher, ob das keinen Unterschied macht, was du verfeuerst. Ich muss sagen, wir hatten jetzt unglaublich schnell Schreier bekommen, obwohl man gar nicht so viel gefeuert hat. Ja, wir sollten vielleicht dann doch wieder zu bewährten langbrennigen Holzblöcken übergehen. Ja, das macht ja keinen Unterschied her. Also verschwendest ja nichts dadurch. Richtig. Also ich bin auch der Meinung, das hat noch was damit zu tun. Das kann mir einer sagen, was er will. Ja, das ging jetzt so schnell, dass wir zwei Schreier hatten. Okay. Ja. Lass uns lieber das altbewährte Brennholz nehmen. Genau. Dann haben wir es her. Dann sind wir nachher auch etwas gefeit vor Überraschung. Jawohl. Hast du die Forge wieder angeworfen? Oder noch nicht? Noch nicht, ich habe erstmal Ressourcen geholt. Kannst du vorne, haben sie bei der Front, haben sie den Eingang wieder aufgekloppt? Okay. Da müssen wir wieder Cobblestones reinsetzen, glaube ich. Ja, es fehlen momentan an kleinen Steinen für die Cobblestones. Ah, okay. Ja, deswegen gucke ich im Haben wir schon eine Pickaxe herstellen können mit Forged Iron? Ich glaube, so weit kamen wir nicht. Hier ist aber nix. Nischt. Erstmal ein demütigender Anfang, oder? Oh ja. Kann so sagen. Weg von der Sicherheit. Rein ins Abenteuer. Railgun Schematik. Ja, geil, läuft doch. Gelernt. Ein Hirschi. Sollte ich mir den Hirschi jagen? Ja, komm. Ja, wollen wir das? Ja, wir brauchen sein Fleisch und seine Haut. Und sein Fett. Na, ich sehe hier auch noch mal gerade zwei Rehe, die mache ich platt. Platschuss. Heute Abend gibt's Wild. Bring's mit. Lecker. Lecker, lecker. Schön Rehrücken. Yam, yam. Yam, ja. Ich denke, wir... Ressourcenstein mal gucken, vielleicht. Ah, was mit. So. Bin schon wieder auf dem Rückweg zu unserem Haus. Ich habe ja das Wild dabei, stinkt wie Sau. Muss ich mal ein bisschen loswerden. Ich eh. Schon.
Nicht, dass der Chat wieder sagt, hier, geh dich mal waschen, du stinkst. Nee, ich hab's frisch Fleisch dabei, Freunde. Ah ja. Karatuka, danke für dein Follow. Dankeschön. So, das muss noch weg. Die Bohne werfe ich hier drüben raus. Bam. Und die blöde Fackel wollte ich da unten noch aufhängen. Haben wir nicht noch Munition gehabt? Oh, da kommen die nächsten an. Nope. Oh, hier ist sie. Okay, ich brauche Steine, 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 ne? Ich habe 204 Steine, wenn dir das hilft. Schon mal anfangen. Da könnte ich dir locker 150, 180 geben. Erstmal mache ich die ganzen Spawn-Punkte zunichte für unsere kleinen stinkenden Freunde. Jetzt kommen sie natürlich alle hierher, die kleinen. Ach fuck. Too much. Oh. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Zombies im Schlepptau. War denn die Fackel hin? Ah, leck mich am Arsch. Was macht denn der hier für eine Scheiße? Wo ist die Fackel hin? Ah. Im Moment ist das Spiel nicht gut zu uns, muss man sagen. Nee, das war schon einfacher. Aber Wird schon anspruchsvoll, muss ich gerade sagen. Aber muss ja auch sein. Man kann ja nicht immer nur die leichteste Einstellung machen. Ist schon richtig so. Ja. Das ist, dieser Stream ist sozusagen der, also die Teile, die hier gedreht wurden. Das ist jetzt der offizielle Anfang, der Überlebende. Richtig so, Frank. Anfang und Ende. Genau. So einfach. Haben wir schon angefangen? Wir zecken uns fest. Das ist jetzt auf der Map festgezeckt und jetzt bleiben wir hier. Also ganz überzeugt bin ich von dem Areal hier noch nicht, also. Ja, auch nicht so richtig, weil wir haben die Basismaterialien so ein bisschen. Ja. Könnte ein bisschen häufiger sein. Sehe ich auch so. Ja, wenn wir Bäume angepflanzt haben, geht's. Und Steine, das geht schon. Na. Ja, sobald du Gussmann das Pickaxe in die Hand drückst, ja, und er Moria öffnet, ist doch alles schon wieder gelaufen. Hm. Oh, das kann ich nicht hier lassen. Das kann ich nicht hier lassen. Oh, scheiße, was man sieht dafür. Baumsaat mich weg. Ah, ich habe nämlich gerade einen Teil gefunden für den Nailgun. Das muss ich mitnehmen. Cool. Muss ich mitnehmen? Das kann ich nicht. Ich hatte jetzt beinahe 20 Fehler. Verlehn, ich habe was für dich. Verlehn. Das ist nicht geil. Ja, ich werf dir was auf den Boden. Steine. Danke. Was hast du. Was, Gussmann, was war das? Na gut, bei 21 Federn, ist das nicht geil? Ja. 21 Federn. Hey, beinahe 20. Beinahe 20. Ich hätte mir beinahe ein paar Pfeile machen können. Ja, wir wollen es ja nicht übertreiben. Also ich habe 252. Nicht, dass du nachher doch rumschießt mit Pfeilen. Ja, das muss nachher noch wehren können, das geht ja nicht. Deswegen sammle ich ja die ganze Zeit auch Steine, damit ich wenigstens mal ein paar Dinger craften kann. Ein paar Pfeile.
Damit es vielleicht auch mal für alle reicht. Das ist hier immer schwierig, wenn hier immer 1000 Zombies noch kommen. Na gut, ich habe auch noch Fleisch dabei, das sollte vielleicht auch noch mal loswerden. Oh ja, das wäre ja hier oben auch schön bei uns. Ich finde dann ja auch immer noch ein Tier und dann muss das natürlich noch mal mit. Ja, hast du recht. Wobei ich das ein oder andere Tier auch schon habe liegen lassen müssen, wegen der Zombies. Das ist auch mal. Ich höre, so. Die Forge läuft. Ja, oben, ich mache Forged Iron. Ja. Wie sieht das aus? Kannst du in der Frontseite die Tür wieder, also die Wand wieder einsetzen? Ja. Das wäre super. Ich habe den Boden jetzt mal komplett aufgewertet. Das heißt, der Spawnpunkt für unsere Freunde ist hiermit vernichtet. Hoffen wir mal. Ja, das ist so. Sehr gut. Ja, sie waren ja sowieso nicht im Gebäude gespawnt. Doch. Die sind auch im Gebäude gespawnt, das hatte ich schon erlebt. Dem setzen wir jetzt einen Riegel vor. Also die mich rumgebracht haben, die kamen von außen. Ja, die haben ja mehr als nur eine Möglichkeit, aber ich will halt nicht hinter meinem Rücken was gespawnt bekommen. Das finde ich halt schon ein bisschen ätzend. Ja. Das ist scheiße. Scheiße! Aquaman ist scheiße! So, das sieht gut aus. Cobblestone Frames. Dann ist das wieder voll hier. Marlene? Ja. Hast du Cobblestone Rocks dabei? Ja. Gut, ich habe nämlich 13 Frames, dann setze ich jetzt gerade sozusagen die Außenwand. Sehr gut. Ach, hier oben ist auch noch ein Stein. Kann aber danke dir. Was denn? Was eine kleine Änderung da bewirken kann, das ist wirklich erstaunlich. Denn hier steckt man sogar ohne Standards drum. Weil ich einfach das Zeug dafür nicht habe. Okay. Naja. So arm sind wir hier. So, ich mache uns mal eine Spider-Abwehr. Ich will nicht noch mal von einem Spider auf dem Dach überrascht werden. Das muss nicht sein. So, den Einstein hier mache ich noch. Das wird auch zu monoton, hier die ganze Folge nur Steine kloppen. Ja, wäre ein bisschen öde, ne? Stimmt. Nützt ja nix. Zu. Oh, Gummi. Ah. So, ich habe oben eine Hedge eingebaut. Dass da sozusagen auch unsere Treppe sicher ist, erstmal. Ach, jetzt habe ich die anderen wieder entdeckt. Pendelst du von einer Horde zur nächsten, oder was? Nee, ja. Teilweise. Nee, ja.
Hat nämlich hier gerade wieder ein Zombie entdeckt, hat wieder die anderen Zombies gerufen. Und ja, so muss es sein, oder? Ich höre nur das Schnaufen. Atemlos. Ja, atemlos durch die Nacht, das ist hier gefährlich in dem Spiel. Ja, atemlos durch die Küche. was habt ihr jetzt hier vor? Da, aua! Ey, ich bin ja am Renovieren. Du bist gemein. Da reingelaufen. Ja. Was machst du da eigentlich? Was tust du? Wand ausklappen. Wahrscheinlich einen besseren Frame einsetzen. Ich kann natürlich da immer ein paar Arrows setzen. 268 Arrows kann ich da machen. Frank meint, ich soll Palane dazu überreden, dass er selber auch aufnimmt. Da habe ich mir schon den Mund fusselig geredet. Er hat jetzt wenigstens schon mal einen Livestream-Kanal gemacht. Ja. Also mein Chat will, dass du mal so ein bisschen... Okay. Ich werd genötigt, ja. Ja, bitte. Man will dich. Hab ich das so richtig ausgedrückt? Man will dich. Oh, ja, der Zombie liegt auf meinem Mais. Auf meinem Mais. Das geht nicht. Auf dem Mais. Schaff den mal weg. Der gute Mais, nachher schmeckt der so scheiße. Mag noch einer Mais? Nein. Ja, mit den Gammelfüßen immer da drüber laufen, aber das ist. Ich muss, wie gesagt, ich muss nochmal gucken mit dem OBS und 7 Days, weil jetzt hat es ein bisschen geruckelt. Ich habe es noch nicht flüssig hinbekommen in der Aufnahme. Ja, da kannst du dich in eine Gesellschaft von Hunderten von bis Tausenden von Leuten einreihen, die alle die gleichen Probleme haben. Ja. Wieso ist hier die Mauer schon wieder beschädigt? Dann wieder oder immer noch? Ich weiß nicht. Ich meine, ich hätte eben... Na. Ich gehe mal davon. Ich sag einfach mal, sie waren nicht repariert. So. Alternative gefällt mir nämlich weniger. Das hieße, wir hätten jemand im Haus. Ja, okay. Also, okay, die Bude ist jetzt wieder rundherum mit Stein befestigt. Nur zu sehen, dass er vielleicht nicht direkt wieder eingerissen wird. Wäre schön, oder? Ja. Wenn wir gescheit Holz haben, können wir auch Spikes legen. Tada! 35 Punkte habe ich schon wieder gesagt. Ja. Das Ding schon wieder im Arsch. Im Moes! Und ja! Hast du einen Hund getroffen? Ja. Wollen wir spielen? Nein! Mein Revier! Ach je. So, da ich ja das ganze Geld habe, jeder von euch kriegt jetzt Taschengeld. Pro Tag. Yay. Ein Goldstück, also ein so ein... Palane hat auf YouTube sozusagen ein Eckchen eingerichtet, auf dem er dann einen Livestream, wenn er mal streamt, macht. Also beim Hardcore-Event, hat er das gemacht. Das fand ich auch sehr geil. Ja. Ja. Ja, jetzt wird gefragt, wie es heißt. Ach du, das weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Rotten.com. Ich guck grad mal. Okay. Mann, ich laufe hier auch mal hin und her. Wo haben wir denn seinen Kanal? Ich gleich mal petzen.
Datenschutz! Nein, gibt's hier nicht. Gibt's die Leute nicht. Wollen deinen Kanal haben. So. Copy and paste. Kalens Kanal, bitteschön. So. Reifen für jeden haben wir schon mal. Doch, schön. Nehme ich immer gern mal mit, weil das ist auch ganz billiges Eisen, was du ganz schnell kriegst. Stimmt. So, da packen wir mal das Geld rein. Das rein. Eisen. Die gute Kack. Ja, die Kacke. Grand Kack. Ich sag mal, wir haben jetzt auch gescheit Beet unten. Ja, das ist schon mal gut. Das habe ich schon gesehen. Beet ist schon mal Gold. Ganz wichtig. Krasses Beet. Pfeile liegen erstmal in der Munitionskiste. Mhm. Ready, well. Nur noch eine Kiste finde. Ja, hier ist das sowieso schon wieder. Da liegt was drin. Da liegt. Dafür haben wir ja die Nacht, dass man mal Kisten sortieren kann. Ah. Wenn die Kisten dann wieder unsortiert werden, dann. Hier haben wir die Kiste. Nimm. Baukiste. Wild Panda, oh yeah, this is a brutal horror game. Zombie apocalypse, you know? Ja, das stimmt. Oh fuck. Ach, die Ranch ist nieder. Boah, ich sehe ja kaum noch was. Okay. Ich glaube, es wird Zeit, heimzukommen. Sag doch keiner was! Ach, Baum. Und dran versuchen, eine Möglichkeit abzubauen, Sachen, die so Mechanical Parts geben, wie zum Beispiel so. Ja, bin ich schon dran. Schreibtisch, diese Drehstühle und so weiter. Jupp. Dabei so, ich versuche mal, die Ordnung der Kisten zu erhalten. Was für eine Ordnung. Damit wir im Notfall praktisch eine Workbench hinkriegen, ja. Ja. Ich habe eine Batterie gefunden, die tue ich mal dazu. Und Sprit. Und Öl. Nee, Öl nicht. Ah, Geld ist da unten, okay. Oh, nicht. Samantha, nee, Samantha ist wieder da. Ich will nicht. Ich will auch nicht. Haben wir Spikes unten? Nee, ne? Nee. Natürlich nicht. Natürlich nicht.
habe ich denn jetzt für die Klammer? Müsste die so mal beschriften. So, lass mal ein paar Pfeile machen. Du kannst mit ein paar Nägeln kleine Beschriftung machen. Das weiß ich, aber ich meine die als solches. Ach so. Kisten als solches beschriften. Quasi direkt. Direkt. Also, ich muss eine Aufgabe. Ich brauche keine Aufgabe mehr. Oh Mann. Nee, oder? Ich hab Angst. So. Okay. So. Ach, dieses Miststück. Gussmann ist gefressen worden. Will ich aber nicht. Nein! So, Stoff nehmen wir auch nochmal kurz. Stoff. Oh, komm her, du Schlampe. So. Ist sie jetzt tot? Oder verarscht die mich? Vermutlich verarscht sie. Antwort ist ja. Ich glaube, sie ist tot. Boah. Jetzt kommt natürlich die kleine Meute an. Oh, ich habe keine Pfeile. Na, was, wo? Auf der anderen Seite ist auch noch eine. Oh, leck. Wo ist sie denn? Momentan gar keine Waffen, ich kann nichts machen. Also Pfeile hatte ich hingelegt. Oder, Bögen, habt ihr Bögen? Nee, ich muss auch erst wieder einen machen. Ja, dann, warte, lass mal. Craften. Also mach ich meine wieder. Ja. The Mentor ist down. Okay. Beide sind im Ampfmarsch. Natürlich. Na, haben wir noch Federn? Haben wir noch irgendwas? Nicht klar. Federn haben irgendwer nicht irgendwer brennt. Kurz mal brennt. Wieso? Ich weiß nicht. Stimmt. Geil. Geil. Einfach mal brennen. It's not a bug, it's a feature. Ghost Rider. Neue Bögen sind in der Waffenkiste und neue Pfeile. Pfeile in der Waffen, auch in der Munitionskiste. 250 Stück. Nein, ich habe auch noch Federn. Ich habe da noch irgendwelche angeschmissen. Wo ist welche? Munitionskiste. Die mittlere obere. Ich bin keine Frage mehr da. Ich brauche sowieso keine. Ach nee, das ist ja. Eigentlich dieser Drecksack! Ja. Komm her! Das sind wir sogar. Dass die so hin und her zerrühren müssen, ne? Ja. Oh Mann, mir geht aufs Trinken aus. Grundsmann, ich muss mich mal kurz an dir vorbeiträngeln, wenn es gehen würde. Duck dich mal. Oder so. Bleib doch mal stehen, dann kann ich euch abknallen. Ich repariere mal unten die Wände. Dass die hier nicht durchkommen. Ja. Wo sind sie denn? Irgendwo ist doch was gesplittert. Ja. Oh, hier fehlt auch schon eine Säule. Übel. Ja, ja, ich weiß. Ich verballer mal nur sinnlos Pfeile, das lasse ich lieber. Ah, ja, das bringt nichts.
bringt überhaupt nichts. Überhaupt. Einmal frei. Was denn nur so wenig? Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir die 20 Stunden mal voll. Na, ja, der ist natürlich genau bei deinem Rucksack. Wenn ich da jetzt schieße, mach ich deinen Rucksack kaputt. Na und? Na und? Weißt du, aber irgendwas von Wert ist? Ja. Ich wollte noch sagen. Ah, raus mit der Munition. Nein! Töte ihn! Der Sack ist schon wieder nach unten gegangen, ne? Ja. So an zu pissen. Duck dich mal, Gunsman. Danke. Wieso stirbt der nicht? Echt? Da kannst du so gut drauf schießen, wie du willst. So ein Eimer. Danke. Na. Schon wieder verputzt. Unten liegen zwei Rucksäcke. Warst du runtergegangen? Nee, ist runtergefallen, beziehungsweise weil wir uns da behakt haben an der Ecke. Ach so. Das macht auf einmal Flutsch und nicht mehr unten. Okay. Ja, bei mir ist auf den Holzframes draufgelegen. Ja, wir müssen hier mal eine gescheite Umrandung machen. Ja, da unten liegen. Schätzungsweise noch 40 Pfeile. Okay. Das ist jetzt mal ein wertvolles Recht. Riesig wertvolles Recht von mir. Nee, ich schieße hier nicht mehr. Das bringt überhaupt nichts. Du verballerst die Pfeile ohne Ende. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Was ganz gut geht, ist, wenn man sich einfach außerhalb der Sichtweite und die regen sich auch wieder ab. Ja, den Vorrat auch an Cobblestones halten und dann kann man unten reparieren, dann kann man die ganz gut im Schach halten. Das ist, bis die Nacht überstanden ist. Ja. Workbench hat wahrscheinlich noch keiner gelernt, ne? Nee. Ja, wie fragen wir das denn?
Da brauchst du ja Construction Tools, einiges an Voraussetzungen. Na, ich guck mal, ja. Aber ich brauche nur noch zwei. Oh, cool. Dann habe ich meine 20 Tode. Okay. 15. Das würde ja genau passen. Ah, da sind. Vielleicht auch tatsächlich schon die Workbench lernen, das ist doch nett. Hey. Bench gelernt. Punkt im Leben, Ballett. Hm. Ganz mit dir. Ah, nee, nicht ganz mit dir. So, jetzt ist auch da unten Ruhe. Die holen wir uns am Tag. Mit Zecke. Ja. So, ich guck mal, was wir für eine Workbench brauchen. Ach du Scheiße. Was denn? Mechanical Parts brauchen 20 auf. Ja, das ist der Knackpunkt. Den Clawhammer können wir uns schnell bauen, aber. Die Parts. Ja, ich habe jetzt erst angefangen, ein paar zu sammeln. Ach so, ja, okay. Eine Wrench brauchen wir nachher auch noch. Also. Ja, ja, eine Wrench haben wir, ist kein Problem. Eine kaputte ist schon da, die können wir nehmen. Ich habe noch eine, die in Ordnung ist, mit denen wollte ich Parts sammeln. Ja. Na gut. Jetzt gleich wieder 4. So nicht treffen. Rett nun, kein Problem. Genau, ein neuer Tag und das Ende einer Aufnahme. Genau. Wer will's verkünden? Ist egal. Schluss für dieses Mal. Schluss ist. Der Schluss ist für dieses Mal. Geht heim. Macht's gut. Bis dann. Ja, schließt die Tür gut so. Ja, bis zum nächsten Mal.